Neue Gerüchte zu Nintendos NX-Konsole, die Stellaris-Entwickler knöpfen sich das Midgame vor und Pillars of Eternity 2 in Arbeit. Mein Name ist Sebastian Stange, nein, nicht Michael Obermeier. Und ich weiß nicht, was mit Michael Obermeier passiert ist. Ist er krank? Ist er weggelaufen? Ist er im Urlaub? Haben wir ihn aufgegessen? Wer weiß, es geht hier nicht um Herrn Obermeier, es geht hier um Spiele. Und das sind die News. Übers Pfingstwochenende wurden zwei spannende Gerüchte zu Nintendos neuer NX-Konsole laut, von der wir bislang sicher nur wissen, dass sie im März 2017 erscheinen wird. Alles andere ist Rätselraten und wir haben zwei neue Puzzlesteine bekommen. Das erste Puzzleteil kommt von Emily Rogers, einer Industrie-Auskennerin und Bloggerin, und die hat einen Blog-Eintrag veröffentlicht und darin gesagt, Nintendos NX wird nicht auf der x86-Architektur basieren. Und das ist durchaus interessant, denn das ist die Architektur, auf der die Xbox One, auf der die PlayStation 4 basieren und auf die PC-Architektur gebaut wurde. Und das ist die Basis dafür, dass aktuell sehr viele Konsolenspiele sehr einfach zum PC geportet werden können und zurück. Nintendo macht da offensichtlich nicht mit und das lässt eigentlich nur einen anderen Schluss zu. Das wird wohl da die ARM-Architektur sein, auf die Nintendo setzt, die insbesondere im Mobilbereich beliebt ist. Und das passt auch zu einem anderen sich hartnäckig gehaltenen Gerücht, dass NX eine Mischung aus Heimkonsole und Handheld ist. Und zum Zweiten hat die Tech-News-Website semiaccurate.com eine Meldung gebracht, dass Nintendo dieses Mal nicht mit AMD zusammenarbeitet. AMD hat die Grafikchips für die Wii U hergestellt und werkelt auch im Inneren der PlayStation 4 und Xbox One. Für die NX arbeitet Nintendo aber mit dem Konkurrenten Nvidia zusammen. Und auch das ergibt angesichts der anderen Gerüchte durchaus Sinn, denn Nvidia hat mit den leistungsstarken Tegra-Mobilchips eine Kombination aus eben der ARM-Chip-Architektur und den Nvidia-Grafikkernen im Angebot. Es könnte also durchaus was dran sein und ich bin schon sehr gespannt, was am Ende die NX eigentlich sein wird. Hoffentlich wird es eine gute Überraschung. I wonder what's next. Etwa eine Woche ist es her, da wurde das galaktische Grand Strategy Spiel Stellaris aus dem Hause Paradox veröffentlicht. Und nun meldete sich der Entwickler erstmals im Rahmen eines Entwicklertagebuchs zur Zukunft des Spiels zu Wort und das liest sich ganz vielversprechend. Kurzfristig sollen vor allen Dingen die dringenden Bugs und Probleme behoben werden und außerdem das Interface verbessert. Danach folgen regelmäßige Patches, die haben übrigens den Namen von berühmten Science-Fiction-Autoren wie Clark oder Asimov, und mit diesen Patches soll zum Beispiel das Midgame verbessert werden durch mehr geskriptete Events, es soll die Diplomatie und Kriegsführung verbessert werden und zahlreiche kleine neue Features sollen dem Spiel hinzugefügt werden. Und langfristig setzt der Entwickler auf Bezahl-Add-ons, wie schon bei Europa Universalis, die dann eben komplett neue Kampagnen und Inhalte bringen, aber eben auch für die normalen Spieler, die sich diese Add-ons nicht kaufen, kostenlose Updates und die dadurch das Spiel immer besser werden lassen und immer mehr reifen lassen. Und das Ganze will der Entwickler so lange durchziehen, wie es sich lohnt. Na, da bin ich mal gespannt. The galaxy before you is vast and full of wonders, and it is yours for the taking. Every star system holds within it the opportunity for progress, conflict, or destruction. It will require care, caution, and strength if you wish to see your people's future among the stars. Auch wenn es noch nicht offiziell angekündigt ist, ließ es sich der CEO von Obsidian Entertainment nicht nehmen, über Pillars of Eternity 2 zu sprechen. Er hat es letztendlich mehr oder weniger zugegeben, im Rahmen der Digital Dragons 2016 Konferenz in Krakau zu bestätigen, dass das Spiel in Entwicklung sei und dass es außerdem geplant sei, wieder zu Kickstarter zu gehen, um das Ganze zu finanzieren. Wann das soweit ist, hat er noch nicht gesagt. Obendrein bestätigte Fergus Urquhart, was für ein Name, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, dass ein weiteres sehr kleines Team innerhalb des Studios noch an einem weiteren, bislang komplett geheimen Projekt arbeitet. Bis wir davon mehr erfahren, dürfte es wohl viele Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern, denn Obsidian arbeitet ja immer noch an Tyranny, dem großen Rollenspiel für den Publisher Paradox, wo es darum geht, einen Bösewicht zu spielen, und das dürfte momentan die Priorität Nummer 1 für den Entwickler haben. Aber schön zu sehen, dass es mit Pillars of Eternity weitergeht. You have chosen. I will remember you. When the last hero falls. So, und außerdem steht nichts mehr auf dem Zettel. Ich hab's geschafft. Das waren die News für heute. Ich bin gespannt, ob der Michi morgen wieder da ist. Oder vielleicht steht der André hier. Oder ich, wer weiß. Ich lass mich überraschen.